Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei einer weiteren fröhlichen Bastelstunde in der Spur TT bei Werners TT-Bahn. Nun, folgendes. Versprochen habe ich, dass ich mit dem Einmessen fertig bin. Ganz fertig bin ich noch nicht. Aber das ist jetzt nur ein kurzes Upgrade. Und zwar geht es um folgendes. Es geht um den Bremsausgleich. Bei dem Bremsausgleich habe ich, glaube ich, totalen Stuss erzählt. Also und vor allen Dingen keine richtige Beachtung geschenkt. Ich habe das so gemacht, wie in dem Video dargestellt, und siehe da, hinterher meinen Loks gemacht, was sie wollten. Auf jeden Fall bestimmte, hauptsächlich die, was heißt hauptsächlich die eingemessenen Loks, sind in manchen Blöcken, also es waren wirklich nur bestimmte Blöcke, einfach langsamer gefahren, langsam vorstellen, also sich selbst langsam vorstellen eingerichtet sozusagen, obwohl gar keine langsamen Fahrstellen da waren. Habe die Blöcke durchgeguckt, nirgendwo irgendwelche Einträge drin, dass da irgendwas gebremst werden sollte, oder hätte ja sein können, dass man sich irgendwo mal vertan hat, irgendwas eingetragen hat und man es nicht mehr weiß. Auf jeden Fall alles durchgeguckt und nichts gefunden. Ja, immer mehr ins Grübeln gekommen, die ganzen Blöcke rausgeschmissen, alles neu gemacht, Lok fahren lassen, hinterher genau dasselbe, trotz dass alles neu war und wirklich die Blöcke jungfräulich sozusagen, also gar nichts eingetragen. Also das totale Chaos. Ewig dran rumgedoktort. Dann habe ich mich mit dem Wolfgang in Verbindung gesetzt. Das ist der Wolfgang Rademacher, auch genannt Radi. Der hat auch einen YouTube-Kanal und beschäftigt sich hauptsächlich mit den 9.0 Gold vom TC und hat da wirklich ganz hervorragende Videos gemacht. Und habe ihn gefragt, ob er da irgendwie eine Lösung hat. Und ihm ging es wohl mal ähnlich. Und dann hat er ein Video gedreht. Da geht es um mittiges Halten in Blöcken. So heißt das Video auch. Also das findet man leicht auf seiner YouTube-Seite. Und das sollte man sich angucken, um das mit dem Bremsausgleich wirklich richtig zu machen. Ich habe es so gemacht, wie er es da dargestellt hat. Habe auch die Blöcke so verändert. Also ich habe auch Blöcke, die noch nicht so bearbeitet sind, wie er es dargestellt hat. Also, und habe auch die Loks, wenn es die Bremsausgleich so gemacht. Und siehe da, es funktioniert wunderbar. Die Loks fahren überall gleich schnell. Sie bremsen nicht mehr zwischendurch ab oder sonst irgendwas. Also jetzt funktioniert es wirklich gut. Muss ich zu meiner Schande gestehen, das habe ich jetzt wirklich nicht genug Beachtung geschenkt, diesem Thema, dem Bremsausgleich. Und ja, also. Um euch das mal ganz kurz zu zeigen, das ist wirklich nur ganz kurz versprochen, bin ich hier in einer Testversion drin, die habe ich hier unten in der Küche auf meinem Laptop. Und da will ich euch mal ganz kurz zeigen, wie ich das jetzt gemacht habe und ja, was ich da jetzt eingestellt habe. Und zwar geht es da um Folgendes. Wie gesagt, ich tue hier meine CVs vorher einstellen mit dem Messgerät. Damit habe ich recht gute Erfahrungen gemacht und tue es jetzt halt im TC einmessen mit der Automatikmessung, also erstmal die einzelne Geschwindigkeit, dann die Automatikmessung und dann den Bremsausgleich. Und den Bremsausgleich, wie gesagt, nicht genug Beachtung geschenkt und das hat für etwas Verwirrung gesorgt in meinen Lokomotiven. Ja, und diese Verwirrung wollte ich jetzt auflösen und das habe ich auch aufgelöst, wie gesagt, mit Hilfe von Wolfgang Rademacher. So, also vielen Dank, Wolfgang. Da hast du mir echt weitergeholfen. Riesenkompliment für deine Videos, die sind alle wirklich sehr gut. Kann ich jetzt nur so sagen, ist meine Meinung. Und ich denke, da bin ich nicht alleine. Und ja, also, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Und was wirklich wichtig ist, dass die Länge des Bremsausgleiches, die man oben einträgt, was ich euch gleich zeige, immer dieselbe Länge ist. Das ist wirklich wichtig. Und wenn ihr den Bremsausgleich startet, muss die CV3, das bin ich jetzt glaube ich richtig, die CV3, also die Beschleunigung auf Null stehen, dass die gleich los rauchen kann, die Lok, dass die gleich auf der Geschwindigkeit ist. Ansonsten funktioniert das auch nicht so richtig. Und was wichtig ist, sind die zwei, wenn ich den Bremsausgleich gemacht habe, mache, währenddessen ich den mache, die zwei Schieber für Beschleunigung und Bremsverzögerung, die im TC sind, müssen auf Null stehen. Und
die CVs nach dem Bremsausgleich alle wieder so einstellen, wie sie vorher waren, wie man sich das vorher schon mal ermessen hat. Und die Schieber weiter auf Null lassen, weil sonst überlappt das eine das andere. Also kommen sich praktisch die Decoder-Einstellung und die Einstellung der TC-Einstellung da mit dem Bremsausgleich und dem Beschleunigungsausgleich ins Gehege. Also jetzt zeige ich euch das mal ganz kurz und dann ist Schluss für heute Morgen. Es ist wirklich morgen, aber naja, ich bin halt ein Frühaufsteher. So, nun gut, jetzt zeige ich euch das mal ganz kurz. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Hier so in der Küche am PC. Ich muss euch hier händisch in die Hand nehmen. Ich habe hier jetzt kein Stativ. Ihr hängt gerade mit der Kamera über den Laptop. Deswegen ist das jetzt gerade so schön ruhig hier. Aber gleich wird es, glaube ich, ein bisschen wackelig. Aber ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Also, jetzt probieren wir das mal. Jetzt muss ich euch mal kurz hier rumdrehen. Moment. So, nicht erschrecken, das bin ich. Ja, jetzt muss ich mal kurz anhalten. So, und da bin ich wieder. Jetzt haben wir mal die Kamera gedreht vom Handy. Ja, also, besagt da. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Also, das geht jetzt um den Abstand. Hier steht jetzt vom Werk aus, von TC aus 1 Meter drin. Also ich habe für den Bremsausgleich, das andere habe ich, wie gesagt, so gemacht, wie es im Video ist. Aber für den Bremsausgleich habe ich jetzt hier 60 cm genommen. Zwar folgendermaßen, alle Blöcke mal durchgemessen, so grob, erste Mal, wie die Längen so sind, wie sich das anpasst mit der Bremserei. Weil ich habe hier mal einen längeren und mal einen kürzeren Block, aber man muss da so ungefähr einen Schnitt finden und das sind bei mir 60 cm. Jetzt gehen wir da mal runter auf die 60. Das habe ich alles gelassen. Hier drüben hat man dann ja automatisch die 3 Blöcke eingetragen. Da trage ich jetzt mal einen ein. Nur so als Beispiel. Jetzt zum Beispiel 3. Block, 2. Kontakt. So, also ich habe hier, wenn ich vorher einmesse, die 3 Blöcke und wenn ich dann hier drauf gehe, kommt automatisch der mittlere Block, der mittlere Abschnitt. So, und so habe ich das jetzt gemacht. Hier die 60, der Auslauf 30, 2, das ist aber für das unwichtig. Dann habe ich hier unten 2 cm. Jetzt zum Beispiel bei der 110er sind es vom Puffer bis Mitte erste Achse 2 cm. Hinten wie vorne. Und dann habe ich hier unten Bremsausgleich, habe ich jetzt für mich rausgefunden, ist erstmal so die 8, so der ungefähre. Machen wir mal mit der Zahl, so ist so der ungefähre Wert. Also manchmal ist es 7, manchmal ist es 10, aber so mit der 8 kommt man schon mal so ziemlich in die Nähe vom Messpunkt. Ja, und das habe ich so gemacht. Also so habe ich das jetzt eingestellt. Dann, wie gesagt, geht man mit dem Schieber auf die Geschwindigkeit, mit der man mit dieser Lok in diesen Block einfährt. Nun gut, ich habe jetzt hier 120 km/h. Das kriege ich sogar hier hin in der Testversion mit den 120 km/h. Und dann geht man da auf Start und dann geht es ab die Luzi. Also so misst man das ein. So messe ich das jetzt ein. Ich habe damit jetzt wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das funktioniert prima. Und ja, also guckt euch mal das Video vom Radi an. Und da ist das auch richtig erklärt, auch wie man die Blöcke hinterher richtig einrichtet. Mit den Abstandsmarkern und Bremsmarker und Haltemarker und. Also schaut euch das Video ruhig an. Das ist wirklich sehr lehrreich. Und sehr, sehr hilfreich. Also, das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt will ich euch nicht weiter erschrecken. Also, mein Bild seht ihr jetzt nicht nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und man sieht sich. Bis dann. Tschüssi.